Hi, und es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge, in der ich euch neue C64-Spiele vorstellen kann. Und zwar hat RGCD 3 Stück veröffentlicht. Aber um die 3 spielen zu können, müsst ihr euch nur 2 Cartridges kaufen, denn, und das ist das erste Mal, seit RGCD Cartridges veröffentlicht, die eine Cartridge ist eine sogenannte Multi-Cartridge, denn auf dieser hier befinden sich 2 Spiele für C64 und beides sind Umsetzungen mehr oder weniger bekannter Spiele für Vectrex. Ja, und dann hat RGCD noch Assembloids veröffentlicht, das befindet sich hier in dieser Hülle und das ist ein Steinchen-Farbsortierspielchen, würde ich sagen. Und zu guter Letzt kann ich euch noch das Geheimnis zeigen, welches sich auf der Subhantal-Cartridge befindet. Das habe ich ja schon in der Folge angekündigt, in der ich das Spiel überhaupt vorgestellt habe. Da steht nämlich auch in der Anleitung, dass wohl ein paar Bytes noch verwendet werden konnten für ein verstecktes Spielchen. Dazu kommen wir aber gleich. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit Assembloids. Das wurde vor ein paar Tagen veröffentlicht. Das Spiel kann man wieder in 2 Editions erwerben, und zwar einmal die normale Pappbox Edition und dann nochmal in einer Deluxe Edition, und die befindet sich in einer Clamshell. In dieser Clamshell ist wie gewohnt ein Schaumstoff, der so ausgeschnitten wurde, dass die Cartridge sehr passgenau dort eingelegt werden kann. Außerdem wurde noch ein, ja, hier so ein Zettel beigelegt. Dort könnt ihr eure Codes eintragen, die ihr freigespielt habt. Ja, eine Anleitung gibt es natürlich auch wieder mit einem sehr schönen Cover. Ja gut, passend zu dem Cover der Clamshell. Ja, und ein Aufkleberchen wurde noch beigelegt mit demselben Motiv. Ja, jetzt zeige ich euch aber erstmal dieses schöne Spielchen. In Assembloids müssen Gesichter zusammengesetzt werden und es gibt 4 unterschiedliche Teilsets, also 4 unterschiedliche Gesichter, und jedes besteht aus 4 Einzelteilen. Ein Teil erscheint in der Mitte und muss in einem der 4 Felder, die sich außen herum befinden, platziert werden, bevor der Countdown abgelaufen ist. Besonders viele bekommt man, wenn man es schafft, ein Gesicht komplett aus 4 zueinander passenden Teilen zusammenzusetzen. Selbstverständlich wird das Spiel im Laufe der Zeit immer schneller und schneller, und es macht erstaunlich viel Spaß, immer mal wieder auf die Highscore-Jagd zu gehen. Die Steuerung ist schön einfach gehalten, man muss nur hoch, runter, links oder rechts drücken und das Teil wird in einem freien Feld platziert. Ja, das Spiel ist gar nicht so schlecht, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich war da auch sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Normalerweise gefallen mir solche Spiele nicht so schnell, aber dieses Spiel, ja, das ist wirklich gut geworden und ich bin da in der letzten Zeit auch ein wenig süchtig nach. Aber kommen wir jetzt mal zu der Multi-Cartridge, auf der befinden sich wie gesagt 2 Games. Da kann man sich am Anfang in einem Hauptmenü aussuchen, welches man spielen möchte. Darauf enthalten sind Mindstorm und Spike. Ja, auch dieses Spiel gibt es in 2 verschiedenen Ausführungen. Das ist ja in der letzten Zeit Standard geworden, diese Ausführungen. Auch wieder diese Deluxe Edition ist erhältlich, die ist gar nicht so schlecht geworden mal wieder. Auch wieder dieses Schaumstoff, in dem das Modul sehr genau, sehr passgenau eingelegt werden kann. Ja, es gibt diesmal leider keinen Aufkleber mit dem Motiv des Spiels, dafür das Logo des Herstellers. Eine Anleitung ist auch wieder dabei. Ja, jetzt zeige ich euch erstmal diese beiden Spielchen. Dass Mindstorm offensichtlich sehr stark durch Asteroids inspiriert wurde, lässt sich wahrlich nicht leugnen. Allerdings bietet Mindstorm deutlich mehr Abwechslungsreichtum. Wie im großen Vorbild müssen zwar alle Asteroiden in immer kleiner werdende Stücke zerschossen werden, bis das Spielfeld leer ist, aber in Mindstorm verhalten sie sich nicht immer gleich.
Bereits ab dem zweiten Level wird der erste neue Asteroidentyp eingeführt, der sich nicht nur optisch von den anderen unterscheidet. In diesem Fall ist es ein Typ, der immer dem eigenen Schiff folgt. Das macht das Spiel etwas schwerer, vor allem dann, wenn man diesen Typen in kleinere Einzelteile zerschießt, die wiederum alle das eigene Schiff verfolgen. Im Laufe des Spiels werden weitere neue Typen eingeführt. Jetzt gerade ist ein Typ zu sehen, der zwar nicht das eigene Schiff verfolgt, aber er sondert bei seiner Zerstörung sogenannte Suicide Bullets ab, die auf das eigene Schiff zustürmen. Und wieder wird es ziemlich stressig, wenn es seine kleineren Einzelteile ebenfalls so machen. Ich persönlich komme immer ganz gut durch das Spiel, wenn ich diese besonderen Asteroiden überleben lasse, bis ich alle anderen abgeschossen habe. Dann sind die besonderen Asteroiden nämlich alleine und dann ist das Ganze nicht mehr so schwer. Später im Spiel werden die neuen Asteroidentypen immer häufiger und immer mehr und werden auch gemischt. Also das Spiel wird dann im Laufe der Zeit auch ziemlich fordernd. Jedenfalls macht es sehr, sehr großen Spaß und mir persönlich macht es auch mehr Spaß als die Urfassung von Asteroids. So, dann kommen wir mal zu Spike. Das ist die zweite Vectrex-Umsetzung, die sich auf derselben Cartridge befindet. Und so viel kann ich schon mal verraten. So ähnlich wie in Assembloids bin ich sehr, sehr überrascht, wie viel Spaß mir dieses Spiel macht. Also das ist eigentlich nicht ein Genre, welches zu meinen Lieblingsgenres zählt, ehrlich gesagt. Aber das Spiel hier ist sehr, sehr fordernd und sehr gut zu steuern. Es wird im Laufe der Zeit selbstverständlich immer schneller, das werdet ihr gleich schon sehen. Jedenfalls... ja, das stellt schon was Besonderes dar, ehrlich gesagt, wenn mir so ein Spiel gefällt. Ja, die erste Stage, die war ja noch ziemlich leer, da gab es eigentlich keinen Gegner. Und hier ab der zweiten Stage, da kommt schon der erste Gegner, der fröhlich nach links und rechts hüpft. Den darf man natürlich nicht berühren, aber man kann ihn aus dem Level treten. Ja, im Laufe der Zeit werden die Stages immer voller und voller. Hier ab der dritten Stage, also in diesem Fall, das ist immer etwas unterschiedlich und vom Zufall abhängig, aber in diesem Fall ab der dritten Stage gibt es schon den Vogel zu sehen, der im Moment noch ruhig von rechts nach links fliegt. Aber später ändert er dabei auch die Ebene. Da muss man ganz schön aufpassen. So, dann habe ich mal einen ziemlichen Sprung nach vorne gemacht, nämlich bis zur achten Stage, um euch zu zeigen, dass sogar die Plattformen dafür eingesetzt werden, den Spieler dabei zu hindern, nach ganz oben zu kommen. Ihr habt es sicherlich schon beobachtet, um das Level zu beenden, muss man halt die Leiter immer richtig platzieren, sich nach oben arbeiten, den Schlüssel einsammeln, dann erscheint am oberen Bildschirmrand eine Tür und wenn man durch diese Tür geht, dann hat man das Level geschafft. Hier hat man gerade gesehen, wie der Vogel die Ebene gewechselt hat. Also ich muss schon sagen, das Spiel ist ziemlich geil, sehr, sehr gut programmiert und macht, also mich persönlich, total süchtig. Ja, und dann zu guter Letzt, wie gesagt, das habe ich ja schon mal in der Folge angekündigt, in der ich Subhunter vorgestellt habe. Man kann nämlich im Hauptmenü des Spiels einfach die Commodore-Taste gedrückt halten. Und dann bekommt ihr das versteckte Spielchen Happy Blocks. Das ist auch ganz nicht so umfangreich, aber für ein schnelles Spielchen zwischendurch macht das schon mal Spaß. Naja, Happy Blocks ist ja nur ein kleines, verstecktes, hidden Bonus-Game auf dieser Cartridge. Und ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, nicht sehr umfangreich. Also man muss eigentlich nur diesen Blöcken ausweichen, die immer schneller werden, von oben nach unten wandern und so halt versuchen, seinen Highscore aufzubessern. Ja, und somit ist Subhunter immer noch das umfangreichste Spiel, welches für C64 jemals auf Cartridge veröffentlicht wurde. Technisch, ich kann es nur wiederholen, ist das Spiel echt eine Granate. Also das lohnt sich wirklich. Wer das Spiel immer noch nicht in seiner Sammlung hat, also dem möchte ich es jetzt wirklich mal ans Herz legen. Also das Spiel lohnt sich wirklich. Jo, das war's für diese Folge mit neuen Spielen für C64, aber das Jahr ist noch lange nicht vorbei und so viel kann ich schon mal verraten.
Die C64-Freunde erwartet noch so einiges. Und wenn es soweit ist, dann komme ich wieder mit einer neuen Folge und stelle euch die neuen Spiele vor. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Thank you.